habe die Ehre und herzlich willkommen miteinander. Wir sind endlich, beziehungsweise ich, ihr dürft zugucken, juhu, bei Doom Eternal. Sehr geil. Ja, ich bin schon ein Kind der älteren Schule, was Gaming betrifft, dementsprechend natürlich auch. Ja, jedes Doom gezockt, früher ist noch das erste auf dem 486er, glaube ich, als kleiner Zippli-Schneizer. Bin ich noch nackig im Christbaum getanzt. Na gut, so jung nicht mehr. Aber bis dahin natürlich alle Doom-Folgen durch und durch und durch. Falls ihr ein paar Tutorials überspringen, die im Game aufploppen, ich habe das schon mal kurz angespielt, um eben, ja, zu schauen, dass das System nicht überlastet ist, dass alles passt, dass alles in Ordnung ist. Wir spielen's auf Full HD und Ultra Albtraum. Ich hätte für mich gerne das HDR angeschalten, aber dann ist es bei euch, wie wenn ihr jetzt aktuell gerade aus dem Fenster schaut, also komplett nebelig und düster und es schaut einfach scheiße. Für mich schaut Bombe aus, also perverse Farben. Aber ich dachte ja aktuell auf dem Bildschirm, der 280 Hertz kann. Schade, dass du es hier nur auf 60 anschauen könnt, aber das ist wirklich ein Genuss der anderen Sorte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir löschen den ersten Spielstand und starten einfach nochmal neu durch. War gerade eben der Spielstand, weil ich habe gerade die Aufnahme schon versucht zu starten, aber da hat was mit dem Ton nicht gestimmt. Ich habe es schon erzählt, ich möchte die zwei eventuell auch spielen. Nicht hundertprozentig sicher, wer hat mal eine geile Herausforderung. Aber um es jetzt einfach zu genießen, das Game, gehen wir auf Ultra Brutal und starten durch. Here we go. Ich bin so gespannt. Gegen alles Böse, das die Hölle ruft. Jeden Frevel, den die Menschheit hervorbringt. Gegen all dies entsenden wir nur dich. Das finde ich toll. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Finde ich noch toller. Atmosphäre. Lasst uns beten, Brüder. Bete, dass er zusieht. Bitte, bitte, falls das jemand da draußen hört. Versuche, das Signal des Höllenpriesters zu erfassen. Die Invasoren haben fast 60% unseres Planeten verzehrt. Das Signal des Höllenpriesters ist erfasst. Das Ziel ist markiert, aber nur für eine kurze Zeit. Denn er ist es, den sie fürchten. Nicht den Menschen oder seine Armeen. Sie fürchten das Zeichen der Bestie. Ich grinse über beide Backen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und Gänsehaut habe ich auch gekriegt. Und Servus. Wie, du lebst noch? Ach, es ist einfach schön. Ich markiere es auf dem Hand.
Ja, ja. Ja, Glory Kill. Zack. Köpfchen kleiner. Schnauze. Hallo? Besser. Oh Mann. Schnauze. Schnauze habe ich. Schnauze. Dann halt nicht. Okay, es ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Ey, gute alte Kettensäge. Was ich noch erwähnen möchte, beziehungsweise Versuche zu machen, ist eigentlich zu 100% das Level abzusuchen, sag ich mal. Ja, habe ich alles schon gemacht. Schön. Einfach nur schön. Was soll ich sagen? Ganz vielen Figuren. Okay, hier oben konnte man nirgendwo hin, so wie ich das gesehen habe, oder? Wollen wir hier drüben nochmal runterspringen? Ging das? Waffenmod. Natürlich gibt es das hier auch. Ich nehme erst die Haftbomben. Glaube ich sinnvoll, dann kann man eine gute Menge an Viecher auf einmal killen. Dankeschön. Es ist halt einfach nur schön. Atmosphäre, jetzt einmal ehrlich. Eigentlich andere Waffen. Ach, ihr seid auch gegen mich. I'm so sorry. Zack, zarab, Zipfel ab. Boah, da geht halt immer anders zu. Finde ich gut, weil dann ist ein bisschen Herausforderung da. Boah, ich hab den nicht gesehen.
Einmal gucken. Ja, ich bleibe immer drauf. Ich weiß. Okay, hier unten ist nichts. Ist hier oben? Was ist denn das? Aber eine Kompa-Rechner sowieso schon. Oh, die lesen es aber nicht. Schick. Schick, schick. Seele bleibt beschützt. Das ist hässlich. Grüß Gott. Eine Krone hinrichtet. Ach, schön. Erstmal. Der erste Höllenpriester wurde vernichtet. Die dämonische Verzehrung der Erde wurde um 36,8% reduziert. Zwei Höllenpriester verbleiben. Hallo erstmal. Ich soll checken, ob es hier was gibt. Nicht mehr so fit aus. Okay, das ist auch nichts. Also für alle, die gerne Eselstoff wollen, hier, bla bla bla, könnt es euch passieren, lesen. Ich tue es nicht. Was gibt's hier? War das Buch, alles klar. Kann ich den pimpen? Verbesserung, schnelles Nachladen, mehr Wumms. Nehmen wir uns den zweiten erst. Können wir hin und her schalten. Tut mir leid. F. Hallo? Ah, ich hab das! Und die Latte gedrückt. Sorry. Muss jetzt sein. Ist hier ein Geheimnis? Hier hinten. Slayer und wieder. Oh. Kein Fistbump. Ach, cool.
Okay. Dann haben wir das auch. Haben wir ja alles. Weiter geht's. Alles in Google lieber ein bisschen öfters auf die Map. Ja, alles mitnehmen. Was mitzunehmen ist. Mal die Atmosphäre. Komm, du ist auch da. Nicht gut. Attacke würde ich sagen. Ist da jemand um ihn? Banzai! Natürlich nicht getroffen. Ich will immer F drücken für den Finisher, obwohl es E ist. Scheint wohl nichts zu geben. Okay. Das stand quasi auf gut Deutsch. Schwachstelle finden. Wow. Sind wir jetzt. Und Finisher! Zack, zack! Tüpfel ab! Schnauze! Meine auf die Fresse. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Hey. 1 gegen 1, ja. Nicht einmischen. Ach komm. Dann hat mich doch gern. Hallo? Ja, muss schon sagen, von der Schwierigkeit her ist es nicht ohne. Okay. Gibt's hier hinten noch Schönes? Nichts mehr. Haben wir alles erforscht. Hier hinten kommen wir hoch, da kommen wir her. Schauen wir nochmal ganz schnell in die Richtung. Hallo. Ah, da kommen wir nicht hin. Alles gut, auch da oben mal noch. Lebenspunkte, die nehmen wir natürlich mit. Beziehungsweise Schildpunkte. Dann nur sollen wir. Nun gut. Machen wir das doch, ha?
Ah ja. Verstanden. Mehr eine Automap. Okay, von hier unten kommen. Es ist jetzt kein mörderstupides Umgeholz, das ist jetzt glaube ich falsch gesagt, oder? Das ist auf jeden Fall, wo du ein bisschen schon auf die Munition achten musst. Das ist auf jeden Fall. Okay. Aber gar nichts, weil es hier nichts gibt. Na komm. Bist du hier oben jetzt in Stress oder was? Ein Freundchen. Okay, verstanden, dann gehen wir jetzt gleich hin. Ah ja. Ein Imp, MP, Imp, MP, MP. Military Police. Oh, Lesestoff für euch, Lesehungrigen. Schaut's aus. Vier, fünf Sachen fehlen noch. Really?
Die Leben haben der Kollege. War ich doch schon. Sehen Sie sich einen Augenblick um. Erleben Sie die Schönheit der Welt, die wir geschaffen haben. Naja. Würde ich jetzt so nicht bestätigen. Okay, wir machen ja einen Cut. Und ja, hier geht's im nächsten Video weiter. Wenn ihr es zuschauen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns demnächst. Bis dahin, habe die Ehre.